Wir werden heute so ein bisschen über das Thema Legal reden, was ich als Startup muss beachten muss, wo brauche ich unbedingt einen Anwalt, wo kann ich vielleicht noch selber etwas machen und eben wie funktioniert dann auch die Zusammenarbeit. Wem braucht es einen Anwalt so spät wie möglich und so früh wie nötig? Wir sind auch sehr, sehr flexibel mit den Startups, weil wir eben wissen, wo so ein bisschen der Painpoint ist, dass es ein bisschen Überwindung braucht, dass man zum Anwalt geht. Und wir wollen eigentlich auch das Bild vermitteln, dass man eben da ein, ein Sparringpartner ist, oder, vom Startup. Und eben nicht gerade die Dauer fährt, nicht gerade anfangen zu ticken ab der ersten Minute, wo man einen Anwalt anruft. Wie lange geht das als Startup, wenn ich sage, heute fange ich an, Geld zu suchen, bis ich dann wirklich die Finanzierungsrunde abgeschlossen habe und das Geld auch auf meinem Konto ist? Wie lange geht so der Prozess? Was ist deine Erfahrung? Was muss man da rechnen?